You could see how hard he was working. You could see what he was having to go through to achieve his dream. So he's the kind of person that a lot of people thought, well, this guy deserves every assistance. And so therefore a number of people, Van Diemen's, Formula Services, Val Attaway, etc., felt that he was worthwhile supporting. And of course us, ministers, because, as I said, the man's character and personality and how he worked so hard to achieve it. I always think that Brands Hatch is the home of Formula Ford 1600, because John Webb created Formula Ford, and he was the one who innovated Formula Ford at the start. And so therefore, as I said, I think Brands Hatch is the home of Formula Ford 1600 for me. Ahead of Peter Rogers and Mark Dundell, if all the champions from the various countries came and you beat them, you truly were special. And it was another one where if you hadn't had the success in championships, in national championships or championships, even in England, it was the one event that you could redeem your career or yourself going into the winter, where you could get more sponsors, etc. So key event, the Formula Ford Festival. There was Roland on, as I said, the week leading up to the most important race in his life, and he didn't have a truck, he didn't have a mechanic, he just had the car, as I just said. So we put our heads together and we thought, now what we're going to do? And we, with a bit of thinking about it, we thought of a good team owner who was doing Class B Formula 3 at the time. Chris Weller, the guy's name was. And so between us, we contacted Chris, and Chris really kindly said, yeah, he's up for it. And so therefore we had the transporter, we had the mechanic then, and so it gradually progressed from there. And so with the factory being 20 minutes from the circuit, we were able to get the equipment and stuff ready for him so that he could eventually do some testing, not as much as the others, some testing, and get back into the weekend of the Formula Ford Festival. I can remember him doing on a full scrap piece of paper and marking out the grid what he believed he was going to be facing the next day. And in some way, it kind of clarified his mind. And strangely enough, he was pretty accurate. So he kind of knew the strengths and the weakness of his competitors each time he sat on the grid. And it kind of cleared his mind and made his mind more focused in terms of when he got in the car. Key thing that was. Das Formula Ford Festival in Brands Hatch, das war für uns eine Art Highlight, weil das war so eine Art Formula Ford Weltmeisterschaft. Da sind wirklich die besten Fahrer zusammengekommen, und da kann ich mich noch gut erinnern, da ist der Roland dort gewesen mit einem Van Diemen, mit einem Ministermotor. Dann den Ministerwerksmotor gehabt und war in allen Heats vorne und hat das Rennen dann auch gewonnen, und das war ein super Erfolg, und das hat ihm sicherlich auch für 87 weitergeholfen, in England da drüben das nötige Geld aufzutreiben, um im Formel 3 fahren zu können. Es ist dazu gekommen, dass mit dem Formel Ford Doppelsieg, ne, Race of Champions und Festival, dass er sich natürlich auch in den Blickwinkel von BMW und von Schnitzer geschoben hat. Schnitzer hat nicht nur damals schon, sondern insgesamt also einen tollen Ruf gehabt, und
ist für mich bis heute noch immer das beste Tourenwagenteam der Welt. Schnitzer war die erste Adresse, also mit Erfolgen Nürburgring, Spa, 24 Stunden und so weiter. Und das war natürlich schon eine große Chance. Und das hat ja damals, war die, soweit ich mich erinnern kann, 87 die Tourenwagen-WM, war der große Zweikampf Alpha 75 gegen BMW. Ne? Der Roberto Ravaglia war eigentlich die Nummer 1. Ne? Und ich glaube, dann ist er noch der Emanuele Pirro ist dort noch gefahren. Ne? Und da war es natürlich für ihn schon, sage ich einmal, eine große Chance, für die Zukunft eine Basis zu legen. Ne? Über die Tourenwagen-WM, auch wenn es die länger gegeben hätte und er, wenn er dort der Siegfahrer geworden wäre, mit endlosen Erfolgen, das wäre nicht der Sprungbrett gewesen in die Formel 1. Er hat gewusst, er muss den Marathonweg durch die Nachwuchsformeln gehen. Und das hat natürlich dann den Ausschlag gegeben, dass er gesehen hat, in England, wenn ich fahre, bin ich in der Nähe der Formel 1-Teams, die fast alle dort ansässig waren. Und ich muss diesen Weg gehen, um wirklich im Blickfeld der Formel 1, um ins Blickfeld zu kommen und dort zu bleiben und dann irgendwann einmal die Chance zu bekommen. Aber jetzt steht fest, wenn nichts dazwischen kommt, gibt das nur einen Taktstock, gar keine Frage. Das Formelfahren war eigentlich das Ziel. Das mit BMW fahren, das war jetzt einmal eine, meiner Ansicht nach, gute Basis, um ein bisschen Geld zu verdienen, um die Geschichte im Formelsport irgendwo zu finanzieren. Und dann kam natürlich immer auch von ihm der Wunsch eigentlich, Formel 3, das wäre doch was. Und ich habe dann ein bisschen die Fühler ausgestreckt und habe mit ATS dazu mal den Sponsor gefunden, der bereit war, das mitzufinanzieren. Deswegen gelber Helm, gelbes Auto mit ATS und so weiter. Warum? Weil ich diese Inhaberschaft gekannt habe und die habe ich überzeugt. Und die waren auch von Anfang überzeugt, den aufs richtige Pferd gesetzt zu haben. Menschlich, charakterlich auf den richtigen Menschen gesetzt zu haben. Obwohl das, soweit ich mich erinnern kann, nicht unbedingt sportlich so erfolgreich war, weil das war schon eine schwierige Zeit. Da in Formel-3-Zeit und so weiter, ich weiß noch gut, ein Rennen in Zandvoort, da war er von sich selbst und vom Team auch, da war er einfach nicht überzeugt, dass das Richtige ist. Ja. Ich bin kein Techniker, da haben viele Faktoren mitgespielt. Ja. Er wollte aber da schon auf einem hohen Level schon mitfahren. Neuer Start, diesmal bei strömendem Regen. In den riesigen Gischtfontänen können die Fahrer den Verlauf der Strecke allenfalls erahnen. Nichts Neues in der ersten Kurve. Mittelprächtiger Tumult im Castrol-S oder ab durch die Mitte. Winkelhock und Ratzenberger übernehmen die Führung, während der Rest des Feldes im Gänsemarsch formiert hinterherfährt. Der Österreicher Roland Ratzenberger war der verdiente Gewinner nach 21 Runden vor dem Briten David Coyne und dem Franzosen Eric Chilly. Auf jeden Fall hat ihm das sehr viel bedeutet, das zu gewinnen, ja, also die Rennen zu gewinnen. Und ich glaube, dass er da zu dem Zeitpunkt auch für sich entschieden hat, Formel ist doch meine Welt. Übers Wochenende wurde die Ralf-Fabrik zugesperrt, also haben wir uns was da mal. Da hat er gesagt, da ist ein Formel-3-Rennen in Snetterton, da sind wir hingefahren. Das war der erste Lauf zur englischen Meisterschaft und da ist der Roland gefahren. Und dann haben wir mal kurz geredet, da hat er gesagt, ah, du bist da. Und er kann mich erinnern, bist der Österreicher, gell? Fährst du auch Formel 3? Ja, ich fahr auch, ja, servus. Das war es. Aber da habe ich ihm gewusst, dass er Formel 3 fährt. Nur weißt, damals, du hast ja das bei uns ja nicht mitgekriegt, was in England passiert. Ratzenberger and Favre, the Austrian and Swiss drivers. And there's trouble there. Off goes Simões. Off goes Ratzenberger, Favre, Elliott, Stringfellow.
Elliott gets away. Now, there is Scott Stringfellow disengaging himself. Ratzenberger's car 28 looks as though it's beyond hope. It's the second race in succession that's happened to the Swiss driver. And away they go. Very slow start for Lehto. A terrific start by Irvine. And Elliott has pulled up extremely well. Into Copse, it's Irvine, Hill, Lehto, Donnelly down to fourth position, Philippe Favre. Ja, das war für ihn, glaube ich, hart. Das hat er sich empfunden wie eine Zeitvergeudung eher. Aber auf der anderen Seite, es hat sich in dieser Sekunde nichts anderes aufgetan. Also 88 war ich ja viel auch mit dem Lechner unterwegs in der Formel 3. Da ist der Michael Bartels bei uns gefahren. Und da habe ich natürlich den Roland ab und an getroffen durch meinen Mann, der beim Lechner ewig Mechaniker war und auch mal 81 mit dem Roland zusammengearbeitet hat. Formel 3 war ja nicht so der Hit bei ihm. Also das war schon ein sehr hochkarätiges Feld, die auf relativ ähnlichem Niveau gefahren sind. Jetzt hat er das mitgenommen und er hat ja, das muss man ja wirklich sagen, auch in England seinen Ruf, also du kannst heute noch mit Menschen, die damals mit dem Motorsport zu tun hatten, die damals involviert waren, kannst du über Roland Ratzenberger, Roland the Red ist überall ein wohlbekannter, wohlklingender Name und vor allen Dingen alle sofort positiv und das war doch ein cooler Typ und hat die Menschen für sich gewonnen und wie auch immer. Third on the grid, Austrian Roland Ratzenberger. Second in the first round at Brands Hatch in another Reynard Ford. It's a dry track after earlier rain, in fact ideal weather conditions for this 40-lap, 94-mile race. And Roland Ratzenberger from Salzburg, 6 years racing experience. He's a fitness fanatic. He won the prestigious Formula Ford Festival in 1986. Last year, a bad year in Formula 3, but not at all a bad one in BMW M3 saloon car racing in Britain. Baldy, number 61, makes a good start, but Lammers looks to the inside, and Lammers side by side, they touch. Für mich war der Roland ein genialer Netzwerker. Er ist ja dann sogar beim Walter Brunn gefahren, da war der Peter Reinisch sein Teamchef damals, also der hat ihn da geholt, er hat es dem Walti vorgeschlagen, wie wäre es, wenn wir den Roland Ratzenberger reinnehmen, und der Roland ist ins Team gekommen und wurde sofort herzlich aufgenommen und war sofort integriert aufgrund seiner charmanten Wesens und dass er abgeliefert hat. Also er war von Beginn an schnell. As in comes Oscar Lorari, he'll hand over to Ratzenberger and Ratzenberger very sideways. Als er dann 89 dort gefahren ist, wieder bei Brunn Motorsport, Schweizer Team, sehr erfolgreich damals, Porsche Kundenteam, aber ein sehr hochwertiges Team, kann ich mich schon noch erinnern, wo er zu Hause erzählt hat, er wird das Rennen mit dem Roland Ratzenberger fahren. Und die haben ziemlich in der Anfangsphase nach ein paar Stunden schon einen Reifenschaden gehabt, so noch 3 oder weniger als 4 Stunden auf jeden Fall. Und er hat dann nachher gesagt, na schade, er wäre gerne das ganze Rennen mit dem Roland gefahren. Und der Roland war nicht nur sehr fit, sondern auch super schnell in dem Auto. Und er konnte sich auch noch, er hat sich sehr gefreut, dass er nämlich mit seiner Erfahrung auch sich einbringen konnte, weil er im Jahr davor schon gefahren ist, im selben Team mit dem gleichen Auto. Und er hat gemeint, das war eine wirklich schöne Art der Zusammenarbeit und für ihn selber auch auf menschlicher Ebene auf jeden Fall auch ein Höhepunkt in seiner eigenen Karriere. Er hat schon gesehen, dass da wahrscheinlich also die bei den Sportwagen mit Toyota, dass das doch eine gewisse Chance ist, zumindest einmal materiell unabhängig zu werden. Also wo er nicht mehr einzahlen muss, sondern wo er was verdienen kann. Insofern denke ich, dass dann sein nächster Schritt, nach Japan zu gehen, für ihn der richtige Schritt war. Weil dort drüben hat er erstmal Geld verdient. Er hat sich behaupten können und hat da drüben ja auch eins nach dem anderen gewonnen. Ich glaube, das war für ihn
der bessere Weg, weil sonst in Europa wäre er wahrscheinlich untergegangen, wenn er nicht diesen Weg gewählt hätte.